Also meine lieben Brüder und Schwestern im Islam, ich bin seit einem Monat Alhamdulillah Musliman. Ich war vorher nie ungläubig, aber ich habe auch nicht an was Bestimmtes geglaubt, also Allah oder Christentum oder so. Ich dachte immer, es gibt einen Gott, habe auch so dran geglaubt, so dass jeder Mensch was Gutes in sich hat, jeder Mensch gut ist und dass es auch den Teufel gibt halt. Nur habe ich nicht dran geglaubt, dass es Abtrennungen zwischen Himmel und Hölle gibt. Ich habe immer daran gedacht, wenn ein Mensch gut ist für sich, der kommt dann in den Himmel, egal was ist. Halt, dass Gott uns nicht erschaffen hat, um uns zu strafen, sondern halt uns erschaffen hat, weil er uns liebt. Doch dann, eines Tages, ich bin dann vor 5 Jahren in eine Gegend gezogen, heißt Nie. Und da sind viele halt Muslime. Halt zwar nicht die, also alle praktizieren es nicht, aber Muslime halt. Und hab mal mit denen an einem Abend in einem Viertel von uns geredet. Und die haben dann gesagt, ja, du bist auf der Suche, warum konvertierst du nicht zum Islam? Ja, habe ich gesagt, so, ja, ich habe keine Ahnung davon. Haben die mir davon viel erzählt. Habe ich mir vieles gemerkt, war auch sehr interessant. Doch das ist mit der Zeit in Vergessung geraten. Und dann, subhanallah, eines Tages war ich im Fitnessstudio, war ich trainiert. Dann kam ein Moslem. Ich habe den erstmal auf einem Laufband gesehen. Der war am Laufen und ich schäme mich heute noch dafür. Ich habe den ausgelacht, weil er sowas Komisches anhatte, Turban halt. Dann hat er noch so Bewegungen gemacht, habe ich gelacht. Und dann, subhanallah, irgendwie, wo ich mich am Umziehen war, kommt er zu mir, spricht mich einfach an, sagt er so, ja, wie geht's und so. Ich so, ja, mir geht's gut, danke. Hat er auf einmal angefangen, mit mir zu reden. So ist er so richtig geschickt in den Islam so übergegangen. Da habe ich ihm zugehört und ich weiß nicht, der hat mir gesagt, dass er vorher auch kein Muslim war. Der hat so ganz viel Weiber gehabt, also Mädchen hatte der, hat Weiber gesagt wortwörtlich. Hat er gesagt, boah, ich hatte einen Benz und so, ich war jung, ich habe viele Weiber und Mädchen habe ich angemacht, alle hatte ich. Und dann hat er gesagt, das war genau wie bei mir, er war auch im Fitnessstudio und da war immer so ein kleiner Mann. Der hatte einen Bart und der hat immer mit dem so geredet und der hat sich immer geschämt. Und dann, der war am Reden über Islam und ich habe mich auch langsam angefangen zu schämen. Habe ich auch auf den Boden geguckt und mir sind irgendwie dann die Tränen gekommen. Weil ich habe mich einfach geschämt, ich weiß nicht, das war so ein Gefühl einfach. Habe ich mit dem weitergeredet, hat er dann gesagt, ja, ich sehe in deinen Augen, dass du suchst und ich sehe das Gute in deinen Augen. Und dann habe ich langsam angefangen, mich zu erkundigen, zu gucken. Und das hat mich einfach gerührt. Und dann, eines Tages bin ich zur Moschee gegangen, sogar ungewollt. Das war das Freitagsgebet, ich hatte keine Lust. Hat ein Freund gesagt, komm, das kannst du nicht machen und so, geh. Habe ich gesagt, okay. Habe ich dann zwei Leute, die ich eigentlich nicht so gut kannte, die auch in Nil wohnen, kennengelernt. Hamdi und Mevlüt sitzen auch hier. Haben mit mir viel geredet und dann meinte der Hamdi zu mir, warum betest du eigentlich nicht? Habe ich dann angeguckt, so, ja, ich kann das nicht. Sagte, das ist keine Ausrede, du kannst das lernen. Dann habe ich gesagt, ja, du hast recht. Habe ich mich mit denen getroffen, die haben mir alles beigebracht. Und nach einer Zeit habe ich echt dieses Gefühl gehabt, dieses reinigende Gefühl. Du wirst sauber, richtig sauber, wenn du betest. Du merkst das richtig, von Tag zu Tag, dein Iman steigt, dein Herz, deine Stärke steigt. Man darf sich nicht vom Shaitan beeinflussen lassen. Der Shaitan, der flüstert immer in dein Ohr. Zum Beispiel, ihr kennt doch bestimmt das Gefühl, da ist ein Mädchen, dein Freund sagt, ey, guck mal, Fintan, guck mal, das sieht richtig geil aus und so. Nein, das ist der Shaitan. Du darfst dich drauf hören. Man kann, der Iman, jeder hat Iman. Auch wenn es nur ein kleines Körnchen ist. Man muss dagegen stark werden. Der Shaitan, der versucht alles daran zu tun, um uns in die Hölle zu bringen. Er hat sozusagen einen Pakt mit Allah. Wir müssen versuchen, Allah zu dienen, damit wir ihm recht geleitet werden, damit wir in den Himmel kommen. Denn keiner möchte in die Hölle. Und besonders nicht für immer. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, fang an zu beten, Junge. Komm auf den Weg, hab mal einen Sinn in deinem Leben. Habe ich angefangen zu beten, Mashallah, Inshallah, wird das auch weiter so laufen. Und ich bin richtig froh, ein Muslim zu sein, Alhamdulillah. Ich bin, meine Familie, ich bin Schiite eigentlich, komplett Familie. Ich habe auch viele Probleme zu Hause, meine Mutter lacht mich aus, sie sagt, ach, was machst du und so, du bist radikal geworden und so, aber ich lasse mich von meinem Weg nicht ableiten. Alhamdulillah.